So, hallo Freunde der Spiegelton, willkommen bei Disintegration, ein Spiel von 39 Entwickler, die sich zusammengetan haben mit, ich glaube, es ist der Creative Designer gewesen von Halo Reach. Ich kann mich aber auch gerade täuschen, deshalb, wenn ihr so ein paar Ähnlichkeiten seht vom Design nach Halo, kommt das wahrscheinlich daher. Es ist ein, ja, wie soll man sagen, ein bisschen Ego-Shooter mit Strategie gemischt. Hat eine eigene Kampagne auch und Disintegration verrät schon ein bisschen was über die Geschichte, weil in der Zukunft können sich Menschen mit Integration, das ist der Prozess, dass ein menschliches Gehirn in einen Roboter transferiert werden wird, ihr Leben verlängern, beziehungsweise kriegen da neue Fähigkeiten und werden stärker und besser. Und unser Hauptcharakter, unser Romer Scholl müsste das sein, der sehnt sich aber dann nach der Disintegration, also wieder vom Roboter zum Menschen zu werden und hält an sein früheres Leben fest. So viel zum Rundumplot. Ich habe in die Kampagne noch nicht reingeguckt, wir dürfen bis einschließlich der sechsten Mission zeigen und spielen. Und wir starten einfach mal rein und gucken, ob es denn ein cooles Intro gibt. Ach, sollte ich das Tutorial vorher noch spielen? Ach, ich kenne das alles noch von Multiplayer-Beta damals. Du musst deinen Mitstreiter nur ab und zu Befehle erteilen. Gegner haben weniger Lebensenergie. Ne, wenn schon, oder? Devastating storms. Economic collapse. Rampant disease. Our world can be a terrifying place, but it doesn't have to be. Here at Sangfroid, we have perfected the process of integration. Through this simple procedure, you can preserve the very best part of yourself, the one organ that defines you as you, and replace your vulnerabilities with invincible technology. At Sangfroid, cooler heads prevail. And just consider who's getting integrated these days. Hey there. Remember me? I'm Romer Scholl. You know how fond I am of you, Romer. But I'm running out of patience. I'm offering you true freedom in service of a higher calling. Join the Rayon. Let your eyes see red. Leave those weak and nostalgic ideas behind. I've seen what you call freedom. Not interested. I thought a collaboration had made you wiser. It's a generous offer. Don't choose the alternative. Do you really want to be sold off for parts? So soon forgotten. It doesn't scare me, Shuck. I'm long past that. Shame. What is this? That way. It's a long way down. Woo! So long, you red-eyed chumps! Sit down, kid. One guy you never taunt is Black Shuck. Thank you.
So, I gotta ask. How'd we pick up the celebrity? Busted out same time we did. Pilot seems useful. They locked you up in the same iron cloud as this riffraff? I'm no different. I remember thinking you were cool, man. You know, I integrated because of you. Kinda regret it now. We all live with our choices. You gonna stand around reminiscing, or we gonna find that weapons cache you promised? Relax, big man. You're looking at it. It's not a secret hideout if you can see it from space. Hidden in plain sight, baby. Rayan don't see what they already shot down. The Savage Jackals operated out of here for years before their luck ran out. Word is they left quite an arsenal. Their loss, our gain. Your losses may come sooner than you think. Not one step further. Whoa. Hey, we're friendly towards naturals, even ugly ones. But you need to move aside. I'll do no such thing. And if you can't find this ability to use an honorific, you can at least use my name. Wagoner. Somebody might want to tell him how mismatched he is. See what we've got. 5 integrated outlaws. 4 standard armatures. 1 striker class right here. Recently escaped from the Iron Cloud and now intending to raid my claim. But you'll do no such thing. Love your tricks, old timer. But you gotta move. For your own good. Now that's about as dangerous as these pesky gnats. I've been in the field long enough to know an unarmed cannon. Put it away, and we'll talk. Wagoner? Sir? Have you got weapons and shelter in there? Maybe you could give us a chance to rest and regroup at least. Much better. A reasonable outlaw. We may have more of interest to you than guns. Grav cycles? A working grav cycle. So, you're a pilot. What's your name, son? Romer. Well, Romer, perhaps we can arrange for you and your team to earn your share. I'm putting together a crew. My latest crew, I should say. Well, we're together, but we ain't exactly together. We're your crew, Wagoner. I thought you might be. Follow me. Ich habe wirklich gedacht, es kommt morgen Freeman und erklärt uns alles. Oh mein Gott, ich kann mich selbst in der Basis bewegen. Hey man. Hey, I'm granting you access to the Challenges for Salvage program. Wagoner claims he developed it years ago to promote team bonding. It's meant to encourage you to interact with crewmates who can submit challenges for you when you're out in the field. Even the blockheads, sentry units can take part. But don't expect stimulating conversation from them. You complete a challenge, you get a reward. A little harmless sport if you're into that sort of thing. There, you have your first challenge from Segwin. Me. Enjoy. Later. Normalerweise bist du ja Pilot und gehst halt in diesen Jet rein und von da aus steuerst du dann, sag ich mal, die anderen Integrierten. You see Doyle's been rearranging crates? Between you and me, I think he's nesting. He can never sit still. Feldreparatur. Wagoner hat darum gebeten, dass die Grav Cycles, das sind nämlich seiner Crew, mit sekundären Fähigkeiten ausgerüstet werden. Meist handelt es sich dabei um eine Feldreparaturoption zur bedarfsweisen Unterstützung deiner Crew am Boden oder anderer Verbündeter. Auf passenden Abnehmern wird eine verbesserte Zielhilfe dargestellt.
und rüber. Und natürlich wurde dieses Spiel mir zur Verfügung gestellt, um es zu präsentieren, um es mal zu erwähnen zwischendurch. Did you stack all these? It's looking tidier already. You want it done right, do it yourself. You know, if you would have told me a week ago we'd be sitting in some junk carrier ship in a cozy mountain meadow, I would have said your seal was busted. Von Private Division. Das ist ja die Untermarke von 2K, wo die eher, sag ich mal, so ein bisschen kleinere Entwicklerstudios und Projekte drin haben. Obwohl für ein kleines Projekt sieht das gar nicht so aus. Die Anfangssequenz war ja schon recht gut. Erschütternde Kraft. Kriegerrahmenteile werden werkseitig mit Druckgranaten bestückt. Diese alten Rahmenteile wurden für den Nahkampf entwickelt, weswegen der Einsatz der Granaten den Gegner immer noch nachhaltig beeindruckt, bevor es mit Schrotflinten oder anderen entsprechenden Mitteln zur Sache geht. Eigentlich die Frage ist, wohin? M gibt's keine Karte, Tab ist auch nix. Hier holt mich der Clown. Ach, zum Sternchen. Unten ist ein weißer Stern. Hier. Wähle Crewmitglieder, um Tasten für deren Fähigkeiten neu zu belegen und neue Upgrade-Chips zu installieren. Okay, dadurch werde ich unterschiedliche Fähigkeiten haben. Die Crewmitglieder leveln. Roma levelt auch irgendwie. Wieder im Sattel. Roma wird einen kleinen Suchtrupp in die umliegenden Berge anführen, um Rezek hoffentlich noch vor dem Feind zu erreichen. Looks old, like everything else in this place. I asked our pilot here to inspect Rezek's work on our grav cycle. It's a proper restoration. Put in a Newton boosted fusion generator. That'll crank out some G's. Got a 489 gyro cluster installed too. Nice. Yeah, not bad. I have a couple questions about these customized controls. Yeah, Rezek around? According to Seguin, he left soon after completing this work. Your mechanic took a pulse bow and left 4 hours ago. Why would he do that? And why didn't someone say something? Well, here's lesson one. Know your crewmates. Now, you have any idea why he might have left? It's rough out there. You attracted a hive of Rayon when you crashed. Out with it, Agnes. Well, I'm just remembering. He always said if he ever got off that nasty cloud, the first thing he'd do is find his family. He told you that? Well, people confide in me, Doyle. So we're down a pulse bone. I say we cut our losses and let him go. That's a little cold-hearted, don't you think? I don't have a heart. Neither do you. Roma? I can hotwire any grav cycle, no problem. But as soon as something goes wrong, no chance. We can't be without a good mechanic. Never tire of that sound. There it is. We send a small search party. Roma pilots, you take Seguin and Koki. Yes. What, am I just a piece of furniture now?
So, jetzt geht's los. Ich hoffe, ich erinnere mich noch an das meiste von der Steuerung, aber ich weiß, dass es damals nicht so schwer war. Alright. Shift hoch, SDRG runter. Mit Space kann ich einen Turbo machen und links wird inzwischen auch die Höhe angezeigt. Unten sehen wir unsere beiden Leutchen. Mit Rechtsklick kann ich die steuern. Und ich bin sowas wie, ja, der den Überblick halten kann. Und mit F kann ich die auf Folgen stellen, dann bewegen die sich um mich herum. Also ich mag das Konzept eigentlich sehr. I was born ready. Okay. Will do. Red eyes ahead. Now we'll see how we fight together. Ja, und die haben auch Fähigkeiten, die ich einsetzen kann, wie zum Beispiel Druckgranate oder dieses Verlangsamungsfeld. Schöne Explosion. So, hier habe ich es dem geheilt mit Naniten. Ich muss mich auch meine Leute ein bisschen kümmern. Ist das auch für Singleplayer geeignet? Das ist die Kampagne, das ist ein Singleplayer. Also, die haben auch einen sehr großen Multiplayer-Part natürlich drin. Wo ich damals gedacht habe, Multiplayer so, Aber als die gesagt haben, okay, wir machen eine Singleplayer-Kampagne, fand ich das eine echt gute Geschichte. Ein rotes Fass. Got it. I've got their attention. I'm hurt. Yeah, feeling good. Okay. I'm taking heat. Yep. Tried your scan mode? Works better than Koki's voice. So, mein Scan Mode. Q war der Wechsel hiervon. F die zurückholen. That's Rezik's gun, right? Nothing like nanos for my healing station. Ooh, I'm all tingly and ready to go. I didn't need to hear that. Okay. Got it. On my way. Mal ganz kurz in die Steuerung rein.
Belegung, Primärwaffe, Alternativwaffe einsetzen, Turbo, mittlere Maus, Scan-Modus, E. Tja, werdet ihr euch auch mal so drücken können. Will do. That's the weapon he took from Wagoner. If he dropped it, it means he either got captured or something worse. And I don't see any Rezik bits around here. Yep. Regrouping. Wenn ich nachher meinen Gleiter noch upgraden kann, da habe ich eigentlich alles, was ich brauche. Okay. Prioritizing. Neutralized. Targeted. Focusing. Right away. Upsala. Hier muss man dann aufheben. Komm mal eben zurück. Oh, I'm back, baby. Yeah, not ready yet. Will do. Oh man, we're getting messed up down here. Yeah. Ihr lasst euch jetzt gerade aber auch ziemlich ärgern. Right away. They're on me. Who wants up? Status improving. You got it. Jetzt müsste noch vernünftig in Deckung gehen. Ja. Finish him. Enemy down. Got it. Sperre sie mal ein. Ah, sie sind nicht die Schlausten immer. Und irgendwie kannst du den Schrott einsammeln, der unten ist. Setzte bei Gegnern Druckgranaten ein. 13 von 15. Ah, okay. Ich habe fast alle Herausforderungen abgeschlossen. Got it. Focusing fire. Und ich suche den Herrn noch. Wirst du Cyberpunk spielen? Definitiv, weil ich auch Witcher gespielt habe. Ach, da oben. Beute. Wird eingeblendet. Und zwischendurch wird gefragt, ob die Brille was bringt. Also, ich fühle mich auf jeden Fall, wenn ich sie lange trage, ein wenig abends. Also, ich habe das Gefühl, die Augen werden nicht so trocken. Will do. Focusing. So, das waren schon mal die ersten drei. Oh, under fire! Hurt! Yeah. Repairing. Also ich trage sie nicht immer. Ich habe sie erst letztens wiedergefunden. Gibt aber auch viele Monitore, kann ich sagen, die haben einen Blaufilter, den kannst du anschalten, der bewirkt dasselbe. Dass die Arbeit daran nicht so ermüdend ist. Yep. Okay. Targeting. Übrigens kann ich mich nur an diesen komischen Naniten-Dingern immer heilen. Finish
Und später ist auch dementsprechend, welche Teammember ich mitnehme, unterschiedliche Fähigkeiten habe ich dann. Wo ist er? I'm not ready. Got it. Payback time. Feeling good. Focusing. Will do. Ah, ich hätte heute keinen Alkohol trinken sollen. Ist er nicht der Typ, den wir retten sollen? Habt ihr gut gemacht. Aktivier den mal. Getting hit. Will do. Target. I'm under fire. Destroyed. Ja, noch mehr. Okay. You got it. Aber wenn man sieht, was ich für einen Schaden auszahlen kann, merkt man halt schon, dass es wirklich eher aufs Team ankommen sollte. Weil viel Schaden mache ich nicht. Das ist ein kleiner Repair-Würfel. Taking them out. Enemy dispatched. That is not Rizik. We still need to get them out of there. Nein, das ist Ash. Will do. Freundlicher Outlaw. Ach, Gott sei Dank habe ich gescannt. Thank you for the help. Have you seen any other prisoners in the area? I saw them taking someone further up the hill. Enemy security was a lot tighter, though. Okay, get out of here pronto. We don't need to bail you out a second time. Red Eyes incoming. They're not gonna make it easy to get to Rezik. Werd der beste Pokémon-Trainer der Welt, Ash. Und lauf! Wir kriegen Besuch, Leute. Yeah. They're all over me. Yeah. Going for the kill. Neutralize. Taking fire. I'm hurt. Repairing. Ach, mein Fehler. Boah, wenn du zoomst, wird die Mausgeschwindigkeit so weit runtergestellt. Yeah.
Right away. Finish him off! Man kann wohl auch Gegner stunnen, wenn man die von hinten angreift oder so. Aber, nagel mich nicht darauf fest, ich habe die Guideline dazu zum Spiel gelesen, die wir bekommen haben. Aber ich denke mal, die meisten Tipps kommen auch während des Spielens noch. Hm, der Hund hat irgendwas gefressen. Verdammt. Ach süß. Wie das Wasser da rauskommt aus dem Wasseraufbereiter. Okay. Autonomes Fahren möglich. Na, so ein Unsinn. Das wird sich nie durchsetzen. Ist das Steam oder Epic? Also mein Link ist für Steam. Das hört sich auch in 2 Sekunden nachgucken können. Na toll. Focusing. Right away. Under fire. Forming up. Ja, komm mal lieber zurück. Ach, Mädel. Fehlt einfach die Tankklasse. Das ist nämlich der Dicke, der bei uns im Lager rumsteht. Den wir noch nicht auswählen können. Der Scan muss mit den kleinen Informationen ist ja eigentlich auch ganz cool. Let's clear the security detail and get him out. This level of security seems rather light, even with patrols in the forest. That's a kill. Finish them off. Okay. Forming up. Ach, da zum Beispiel. Der war gerade gestunt. I'm in trouble. Getting fixed. Da ist Vrizek. You got it. Yo, Rezik! It is a relief to see you, my friends. You look like a guy who's had a change of heart. I am ashamed. Save it. Check your radio. You're on the crew now. We really need to get out of here. Yep, here they come. Targeted. Got it. Serves them right. Bam, bam, bam. The grav cycle performs well. Vielleicht kriegen wir am Ende sogar noch einen anderen Hover als Gegner. Right away. Got it. Under fire. Taking them out. Neutralized. Wo ist noch einer? Ach, da. Feeling good. Und jetzt right los. Away. Coming back.
Go, go, go! Now this is the level of enemy security I was expecting. This area is too crowded. Let's move back down to the clearing for extraction. Hey! There's our ride! Get to the shuttle. Sie einfach alleine lassen, ist vielleicht nicht die geilste Idee. Ach, ich muss eh nur zum Ende fliegen. Thank you. I did not care for that. Hey, you handled yourself. You might have even hit one. I apologize for the trouble I have caused. My intent was not selfish. Believe me. Yeah. You owe us all full tune-ups when we get back. Of course. I'm kidding. You need to loosen up, man. Fine. Hey, I can grease my own joints. Es gibt... Was? Es gab 4 Vorratslager und dann Beute levelt mich ab. Und ich habe davon nur eins gesehen. Ich war ein wenig langsam.